Hallo Leute und damit willkommen zu einem neuen Stream zu The Legend of Zelda Gold Quest. Es geht wieder weiter. Ich begrüße euch ganz herzlich, alle, die gerade hier live mit am Zuschauen sind. Unter anderem gerade Kitsune Miya, Lady Makoros, Gorgando, Shadow und Empire, sowie der Fake Algazar und alle, die noch im Hintergrund zuschauen, herzlich willkommen und auch hallo an YouTube, die Leute, die sich das hier nachträglich ansehen. Wir sind hier aktuell im Feuertempel in unserem krassen Ocarina of Time Gold Hack. Im letzten Part sind wir ja, oder das letzte Mal, als wir hier waren im Feuertempel, sind wir ja nicht weitergekommen, da uns noch der Hammer gefehlt hat. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir den Hammer unser eigen nennen können. Den haben wir dann im letzten Part in der Gerudo Arena bekommen. Und auch der TJ ist heute mal mit am Start. Hey ho, TJ, hallihallo. Mensch, dass man dich hier mal sieht. So, ich bin gespannt, was hier heute abgeht. Und ach so, ja, wir starten den Stream. Wir müssen drehen. Let's go. Was wird unser Glücksrad uns heute hier auf den Teller legen? Ich starte mit Glück gehabt. So muss das sein. So muss das sein, Leute. Schön. Wieso bist du nicht Natsu? Was ist da los? Ja, der Natsu, der hat Transformation gemacht. Nudeln mit Pesto, nichts Besonderes. Oh, ist aber lecker. Nudeln mit Pesto geht immer. Sehr, sehr gutes Essen. So, diesen Hammer konnten wir das letzte Mal nicht betätigen. Diesen Hammer, ja, diesen Schalter. Okay. Und ich glaube, wir hatten jetzt hier hinten irgendwo noch eine Kiste, mit dem wir jetzt den anderen Schalter auch noch betätigen können. Hilfe. Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal machen. So, warte mal, hier war auch noch nicht drin. Die Tür kennen wir auch noch nicht. Okay, also wir haben zwei Sachen, die wir machen können. Wir können einmal uns hinten eine Kiste holen und können die auf den Schalter legen. Das wäre Sache Nummer 1. Meinte TJ. Was TJ? Wieso, du bist nicht Natsu? Ach so. Ach so. So, und die Kiste hier, ne? Ne, warte mal, da hinten war die Kiste. Wo waren die? Oh, ich hasse Steine. Kennt ihr das auch, wenn er rausgeht und überall rollen die Steine rum? Schlimm. So, da, die Kiste brauchen wir. So, und die müssen wir jetzt irgendwie heile dahinter in die Ecke bekommen. Sagte er und wurde überrollt. So. Ach, Mann. Ich wünschte, man könnte hier irgendwie mit einem anderen Blickwinkel durch die Gegend laufen. Ach ja. Hab's endlich auch mal geschafft, an einem Samstag zu Hause zu sein. Das ist gut. Samstag sollte man auch zu Hause sein. Na gut, nee, muss man nicht. Samstag kann man auch Party machen. So, jetzt haben wir zwei offene Türen. Also wir können jetzt einmal hier rein und wir können hinten durch die Tür. Ich glaube, ich gehe aber tatsächlich erstmal hier durch. Jo, danke. So, zack. So, da hängen auch noch welche rum. Gott sei Dank haben wir ja genug Pfeile. Hallo Pascal, hallihallo, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Was geht? Und der Chris ist auch am Start, hallihallo. Wir sind aktuell wieder im Feuertempel unterwegs und hoffen mal, dass wir jetzt weiterkommen. Ja, gehen wir einfach mal hier durch, würde ich sagen, ne? So, das ist hier auch so ein ganz komischer Raum. Mal sehen, was sie in Goldquest aus dem Raum hier gemacht haben. Und die Eva ist auch mit dabei. Hallihallo, Eva. Hier fehlt uns ein Schlüssel. Aber die Flammen kommen nicht. Die Flammen kommen nicht. Das ist gut. Normalerweise kommen hier immer so Flammen. Kurze Frage, wie kann ich am Rad drehen, da ich ja eine Mitgliedschaft bekommen habe oder so? Also, die Lavatextur ist geil. Ja, also halt die Standard-Lava-Textur, ne, von Ocarina of Time. Normalerweise, wir drehen immer am Rad, wenn ich sterbe, wenn ich einen neuen Dungeon betrete oder halt am Anfang des Streams. Das habe ich auch gerade gemacht. Ich habe Glück gehabt, bekommen. Und, lagt es, Leute? Haben wir Bugs? Genau, sollte ein Zuschauer das machen, muss halt eine Spende oder eine Mitgliedschaft gespendet werden. Dann kann halt gesagt werden, yo, jetzt möchte ich am Rad drehen. So wird das gemacht. Ruckelt. Ruckelt wirklich? Haben wir Ruckler drin?
Oder meint, naja, das Ruckeln hier, das ist aber vom Tempel selber. Das, was ihr jetzt seht. Das ist hier die Lavatextur. Das ist, weil die Lava so heiß ist, Leute. Wo ist denn hier die Skulti? Ich höre hier eine. Da ist sie. Das ist die Hitze der Lava, genau. Leute, wir müssten mal öfter in Vulkane reinklettern. Da ist es so heiß. Nee, bitte nicht in Vulkane reinklettern. Okay. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Cool. Also wir haben... Na toll. Dafür leben jetzt die Fledermäuse wieder. Das war knapp. So. Sie ist so heiß wie in einem Vulkan. Und wenn, verbrenne ich mich daran. Jetzt habe ich das Lied im Kopf. Ja. Ganze Sampa mit mir. Aber nur mit der guten Goron-Rüstung. Genau. Ansonsten ist nicht so gut. Nee, die Lava in Ocarina of Time-Version ist Crap. Boah, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Gibt bessere, klar, aber... Das Spiel ist halt auch alt, ne? Boah, was ist denn hier los? Okay, hier ist nichts drin. So, also, was haben wir denn noch? Wir können da drüben mal durch die Tür gehen. Ja, da haben wir noch eine Kiste. Ansonsten geht es halt da oben weiter. Also dieser Raum scheint mir aktuell noch sehr... sehr sinnlos zu sein. Sinnlos nicht, aber... irgendwie nicht so gefüllt und mit Fallen gespickt, wie ich es sonst in Erinnerung habe. Es ist tatsächlich ein netter Raum hier. Was ist denn da los? Okay, jetzt sind wir oben. Oben sein ist gut. Und da hinten müssen wir theoretisch auch nochmal durch. Sphero, hallihallo, schön, dass du da bist. Was geht? So, was passiert, wenn wir hier... Das Feuer geht aus, ne? Nee. Wir haben das Ding hochgezogen, glaube ich. Da oben kann man theoretisch jetzt auch hoch, glaube ich. Ja, wir haben jetzt überall so Teile gemacht. Damit können wir jetzt quasi hier oben uns rumschlängeln. Das ist nicht schlecht. Enterhaken. So. Gehen wir erstmal hier rüber. Wir waren hier oben ja noch gar nicht weiter. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal theoretisch bis dahinter. Hier haben wir ein Loch. Wir gehen erstmal hier runter, ne? So, denn... dann haben wir hier, glaube ich, einen Shortcut. Das ist erstmal geil. Wir waren jetzt schon so oft hier unten. Und mussten hier nach oben klettern. Das ist hier so ein ekliger Akt. Ganz ehrlich, da bin ich ganz froh, dass wir jetzt einen Shortcut haben. So. Wir kriegen Bomben. Und du, hast du einen geilen Tipp? Somewhere in the temple is did a poop. Okay. Und die Kitsune verschenkt eine Mitgliedschaft. Geilo. Und Rihanna wird ein Mitglied. Sehr schön. Und ja, möchte die liebe Kitsune denn drehen? Dreh bitte, sonst bekommen wir nie überzeugt. Hä? Verstehe ich nicht. Mit Glück gehabt, da kann man doch Haufen Überzeit bekommen. Sowas, keinen Flascheninhalt benutzen. Ah, dann hoffe ich mal, dass ich nicht sterbe, weil ich habe Feen. Und wenn die Feen automatisch triggern, dann, ne, dann geht's los. Hier mal ein Horrorspiel, das ich empfehlen kann. Es heißt Bugshot Roulette. Und es ist praktisch russisch Roulette mit einer Shotgun und erweiterten Mechaniken wie Items und so weiter. Okay, noch nie vorher gehört. Oho. Also ich darf nicht sterben auf jeden Fall. Ich habe mir schon so Sachen überlegt, dass wir in den weiteren Randomizern und Hacks und so weiter, wenn wir da das Rad drehen, dass wir da vielleicht noch so extra Regeln einführen oder so einen oberböses Rad, wenn man den 10. Tod erleidet, dann hat man eine doppelte Strafe oder man muss irgendwie seine Herzen komplett auf 3 Herzen runter machen, irgendwie sowas, so richtig krass. Mir fällt gerade erst auf, dass es in dem Hack die verbotene Feuertempelmusik drin ist. Genau, ja. Das stimmt. So, zack. Wir hauen den erstmal weg hier. Da hinten ist ja gar nichts drin. Toll. Bin quasi umsonst hierher. Hast du schon doppelte Herzen? Sieht so aus. Ja, ich habe schon doppelte Herzen. Tatsächlich habe ich die. Das macht's halt übelst... Hä? Ich höre. Skulltees. Hä? Hä? Da war doch nie eine sprengbare Wand vorher. Oder bin ich blöd? Leute?
Vorher war da noch nie... Da war doch vorher nie was Sprengbares drinne. Okay. Die haben die Wand einfach eingezogen, oder? Kann das sein? 91. Cool. Ich muss deinen Stream von einer echt weit entfernten Stream schauen, den ich terraformieren soll. Und Shadow ist schuld daran. Der hat mich angeschwätzt bei der Weltraumpolizei. What? Ist doch alles anders. Ja, stimmt. Nee, das ist neu. Ups, ein Stream zu viel. Das zweite Stream sollte Planet heißen. Ich habe zwar keine Ahnung, worum es geht, aber gerne. Okay, wir haben das soweit geschafft. Wir haben aber immer noch, uns fehlt immer noch ein Schlüssel. Denn ohne den Schlüssel kommen wir nicht durch die Tür. Wir können aber hier noch... Aua. Ich hasse Steine. Ah, in diesem Spiel lernst du es einfach kennen, Steine zu hassen. So, pass auf, hier. Das... Doch bestimmt auch nicht das... Hä, das ist eine Kuh. Was sollen die Kühe immer hier? Okay. Kompass, okay. Ja, Kompass ist auch geil. Hat nix. Die hat nix. Okay, wir haben den Kompass gefunden. Können wir denn Schönes mit dem Kompass machen? Also da können wir jetzt natürlich die Schatzkisten sehen. Da sehen wir schon mal... Ja, nicht so viel, ne? Und das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch machen können, ist da an der einen Position hier im Feuertempel noch uns hinzuziehen. Ansonsten sind wir ja eigentlich überall gewesen, glaube ich. So bekommt man warme Milch. Ja, Kuh im Feuertempel, ne? Warme Milch. Und dann noch ein bisschen Honig. Ich brauche noch ein bisschen Honig und dann kann ich gut schlafen heute Nacht. So, ist aber auch echt ein schönes Getränk, muss man sagen. Ich mache das ziemlich oft, wenn ich mal nicht schlafen kann. Einfach dann nochmal aufstehen und eine schöne Milch mit Honig trinken. Macht ihr das auch so? So, bin jetzt wieder da. Gab einen Zwischenfall mit meiner Waschmaschine. Was ist passiert? Was ist denn da passiert? So, warte mal. Yay, der Alcazar verschenkt eine Mitgliedschaft. Und Miriame Bremer wurde ein Mitglied. Und möchte der Alcazar denn nochmal drehen? So, warte mal. Von hier komme ich nicht hoch, ne? Aber wir können, glaube ich, auch... Ich muss, glaube ich, nochmal dahin. Ich muss, glaube ich, nochmal auf diese Position. Ansonsten wird das nichts. Ja, schon 91. Aber ja, es gibt auch 200 Skuldis mittlerweile. So, verdammt. Das war schlecht. TJ, anscheinend bringe ich dir Glück. Aber diesen Freeze im Sekundentakt halte ich 2 Stunden nicht durch. Was ist da los? Ah, nein. TJ, warum hast du denn Freezes? Vielleicht musst du die, vielleicht stell doch mal die Qualität ein bisschen runter. Die Pixelanzahl von, keine Ahnung, ich habe glaube ich 1080 oder 720, die ich streame. Ne, ich habe glaube ich 1080, stell die doch mal auf 720 runter, vielleicht geht das dann besser. Waschmaschinen brauchen ungeteilte Aufmerksamkeit. Oh mein Gott. Hallo Jens. Hallo, hallo. Naja, meine Arbeitsjacke schien wohl zu schwer zu sein. Und dann war... Dann war die Maschine so extrem laut. Das kenne ich nicht. Ah ja. Naja, aufgemacht und ein bisschen Rauch raus. Oder so da. Rauch. Rauch wäre schlecht. Oh Gott, der rollt ja ein bisschen in die Ecke. Ah, schnell. So... Ah. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Hier komme ich durch, ne? Nein, hier komme ich nicht durch. Ah. Ich hasse Steine. Ich hasse Steine. Wir brauchen eine neue Challenge. Nicht von Steinen überrollen lassen. Egal, ob im Wald, Feuertempel oder Eistempel. Ansonsten Instant Game Over. Yay, Susanne. Oh, die Susanne ballert wieder. Oh Gott, das hört doch nie wieder auf. Oh Gott, Susanne. Ist das deine neue Art für Begrüßung? Susanne, ich baller 20 Mitgliedschaften raus. Hallo, könnte auch reichen. Oh Gott. Aber vielen Dank, liebe Susanne. Was habe ich verpasst? Nein. Oh. Also hallo, Susanne, erstmal. Und vielen Dank für die Mitgliedschaften. Hallo, Susanne. Und ja.
Oh Mann. Was geht denn hier ab? Okay. Susanne hat gerade gefragt, was sie verpasst hat. Wie lange weiß... Oh Gott, nein. Was ist denn das Letzte, was du weißt, Susanne? Frag mal so. Hallo Zitterjunge. Ich bin der Zitterjunge. Ich möchte nicht stören, aber hast du meine Nachricht durchgelesen, dass du in der Lampenhöhle die Truhe vergessen hast? Ja, habe ich gelesen. Werden wir so schnell wie möglich nachholen. Diese Truhe. So, warte mal, komme ich da hoch? Okay, von hier komme ich hoch. Geil. So, und dann einmal noch hier hin, ne? Und dann werden wir ja hochgezogen. Der Zitterjunge, ja. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin jetzt der Zitterjunge. Hallo. So, da oben. Da oben müssen wir jetzt einen Schlüssel bekommen, ansonsten weiß ich nämlich nicht weiter. Aber ich glaube, da oben gibt es einiges. Hab alles nachgeholt. Meine, jetzt bin ich etwas zu spät. Achso, also du weißt quasi bis zu diesem Stream alles. Dann, du hast nicht viel verpasst. Wir haben jetzt quasi mit dem Hammer so ein bisschen, sind wir weiter vorgedrungen. Und suchen gerade so ein bisschen nach einem Schlüssel. Und hoffen einfach, dass hier oben jetzt endlich der Schlüssel auf uns wartet. Denn das ist die letzte Hoffnung aktuell. Weil sonst weiß ich gerade nicht, wo ich noch suchen soll. Aua. Aua. Meine Güte. So. Ich muss meinen Kanal umbenennen. Ich bin ab sofort der Zitterjunge. Das, was du spielen tust, gucke ich mir immer früh zum Frühstück an. Oder so nebenbei. Ich finde deine Videos richtig... Sei doch richtig gut, mach weiter so und besiege den Drachen ordentlich gut. Na klar. Na klar mache ich das. Du wolltest schon vor Jahren... Oh Gott, was ist denn hier passiert? Du wolltest schon vor Jahren mal was einführen für Spender, Paketschicker, für mich oder Kitsune. Oder glaube für Susanne, solltest du wirklich mal Spezielles machen. Was soll ich einführen? Was ist denn hier los? Was ist das denn hier? Nächste Woche habe ich Urlaub. Ich habe jetzt Urlaub. Also meinst du nächste Woche? Ich habe jetzt auch Urlaub. Also ich habe Urlaub. Ich freue mich auch richtig. Urlaub. Oh Gott! Ja, leck mich am Arsch. Was war das denn? Oh Gott. Ab Montag habe ich Urlaub. Ja, ich auch. Benutz lieber Fuores. Donnerstagmorgen, ja. Urlaub so toll. Ich mag wohl Vagia. Ich mag wohl Vagia. Ich mag Züge. So. Wow. Ja, ich freue mich so, dass ich endlich Urlaub hatte. Oh, aktuell auf Arbeit mega stressig. Die bei uns auf Arbeit, keine Ahnung, die kommen alle nicht mehr so richtig klar miteinander. Also ich bin sehr unzufrieden aktuell und bin gerade einfach nur happy, dass ich Urlaub habe. Ah, wir müssen im Moment ständig Überstunden machen und alles Mögliche und immer so kurzfristig angefragt, so... Man könnte sagen, einen Tag vorher wird angefragt, ja, könnt ihr den Rest der Woche mal bitte jeweils eine Stunde früher kommen? Könnt ihr Samstag arbeiten kommen? Das ist aktuell gar nicht cool. Und deswegen, ich bin einfach so froh, dass ich jetzt gerade Urlaub habe. Ah, mein Urlaub ist leider vorbei. Wenn du Züge magst, spiel Spirit Tracks. Das machen wir auf jeden Fall irgendwann wieder. Da habe ich auch Bock drauf. Spirit Tracks ist auch so ein geiles Spiel. Außer das mit der Flöte. Das Blasen macht halt überhaupt keinen Spaß. Ansonsten bin ich da voll bei euch, dass Spirit Tracks cool ist. Wie ist denn eigentlich? Will einer mal drehen? Hat da einer Bock oder wollen wir es so lassen? Mir ist egal. Da müssen wir nun mal die... Oh Gott. Die liebe Susanne fragen, ob die da jetzt Bock drauf hat, das wieder zu verteilen oder ob sie die 20 Drehs für sich behalten will. Was natürlich ihr gutes Recht ist. So, ich darf natürlich... Gott. Ich wollte gerade sagen, ich darf nur auf die hellen treten, aber das scheint auch nicht so zu sein. Wie soll ich denn das machen? Hä? Verstehe ich nicht. Wie und was soll ich tun? Alle dürfen drehen. Habt ihr eine Idee, was ich machen soll? Also wir müssen auf jeden Fall da irgendwie hoch zu dir. Zu der Schatzkiste. Die ist irgendwo da oben. Ähm...